Hallo, da seid ihr ja wieder. Ja, herzlich willkommen zu Gothic, die Nacht des Rahmen in der Nostalgic Edition. Ja, in der Folge 2 sind wir hier vor den Toren der Stadt und hatten mit der Stadtwache sozusagen so einen kleinen Palaver gehabt und haben jetzt plötzlich neue Auswahlmöglichkeiten. Jedenfalls sind mir neue aufgefallen. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ja das Original, was ich gespielt habe, ja schon Jahre her ist, aber. Wir sehen hier, ich habe Kräuter für Konstantino, dem Alchemisten. Alchemisten meine ich. Und für mich ist neu, bitte korrigiert mich in den Kommentaren, wenn das nicht stimmt. Ich will zum Schmied Werkzeuge reparieren lassen. Ich habe hier einen Passierschein. Gut, das ist der von dem Händler unten. Und hier sind 100 Goldstücke. Das kommt mir bekannt vor. Wobei ich auch zum Anführer der Stadt glaube ich, dass mir das auch bekannt vorkommt. Gut, ja, dann werden wir doch mal entweder reingehen oder wir gucken mal im Graben hier rum. Was soll ich machen? Ich gucke einfach mal im Graben rum, ein bisschen looten. Kräuter, sicher. Halt! Was willst du schon wieder? Der Bauer schickt mich. So, hast du diesmal wenigstens einen guten Grund herzukommen? Gut, okay, da war ich ein bisschen zu nahe gerasselt. Der Bauer schickt mich, hier habe ich hier Kräuter für Konstantino, dem Alchemisten. Ich bin gekommen. Was mache ich denn jetzt? Ich sage einfach mal Kräuter für Ich habe hier die Kräuter für Konstantino, den Alchemisten. Aha. Wenn das so ist, dann zeig mal, was du da mitgebracht hast. Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein, aber mach keinen Ärger, klar? Gut, okay. Gehen wir mal später rein. Ich bin mal gespannt. Ob es hier noch so lustige. Na, ihr wisst, was ich meine. Hätte ja auch anders reinkommen können. Zwar gibt es zwei verschiedene Arten, noch reinzukommen. Ach, übrigens, da hinten ist eine Blutfliege. Ja, dann machen wir da ganz simpel mal hier den Bogen. Na? Hallo, wieso brauchen die so viel? Das ist ja nicht zu fassen. Jetzt bin ich gleich hin, was? Oh ne, Leute. Ich dachte, die sind einfacher. Ach, das sind ja auch die großen Blutfliegen. Mein Gott, meine Doofheit. Alles klar. Also, die normalen Blutfliegen sind für uns schon ein bisschen zu groß. Dann gehen wir mal auf ein bisschen hier mal gucken. Ach, hier haben wir Gold. Halt! Ja, Was das kennen wir gemacht? So! schon. So, Konstantino. Ja, so wollte ich es eigentlich nicht. Ich will einfach wissen, was es im Graben gibt. Können wir mal gleich mal gucken, ob es genug ist, was wir an Heilpflanzen haben. So wie es aussieht, 17 Stück und Heilkraut. Ja, okay, aber trotzdem. Man kann ja nie genug haben. Da ich ja gerne sowieso erstmal hier abklappern möchte, was es hier alles gibt, mache ich das auch. So, mal gucken, das noch geht. Ja, komm hier. Ja, das geht noch. Super. Ja, okay, die üblichen Verdächtigen. Butlerfleische. So, dann werde ich das Ganz jetzt deiner mal. Meinung. Dann werde ich das jetzt mal skippen, Das war keine große weil, Hilfe. wie schon gesagt und auch wie schon geschrieben, ich nicht unbedingt jetzt hier alles zeigen möchte, was an Pflanzen ist. Sollen ja mehr die anderen Aktionen gezeigt werden, die wichtiger sind. So, jetzt bin ich so weit um die Burg herumgelaufen, um die Burgmauer oder um die Stadtmauer, besser gesagt, bis ich dann hier zu diesem alten Wrack gekommen bin. Das kennt ihr noch. Da sollten ja Riesenratten sein, die sehen wir da hinten. Doch, da wir noch sehr schwächlich ausgerüstet sind, werde ich dann hier an dieser Stelle wieder zurückgehen und mal, ach stopp mal, die Feuernessel noch mit einsacken. Und zurück zu dem anderen Burgeingang. Ich sag mal Burg. Dem anderen Eingang gehen. Ach, du liebes Lieschen, auch noch. Eine Blutfliege, bloß weg. Bloß raus aus dem Bereich. So, das ist aber jetzt die andere Seite vom Stadttor.
wo nämlich dieser Mika hier steht, der Milizionär. Hey, hey, nicht so schnell! Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Ja, aus der Stadt bestimmt nicht. Von einem der Bauernhöfe, das geht dich nichts an. Wollen wir ein bisschen frech sein? Okay. Geht dich nichts an. Wie du meinst. Aber jammere nachher nicht, wenn sie dir die Haut abziehen. Schönen Tag noch. Ja, wenn ich so plump bin, ist er auch plump. Mal gucken. Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Da wären zum einen die Banditen. So eine lausige Figur wie dich verputzen die zum Frühstück. Wenn dich die Banditen nicht erwischen, dann besorgen das die wilden Tiere im Wald oder die herumstreunenden Söldner. Also, besorg dir erstmal eine vernünftige Rüstung, bevor du rausgehst. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Da könnte was dran sein. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Dann denken wir erstmal drüber nach. Ich denke darüber nach. Wie du willst. Ich wünsche dir einen schönen Tod. Herrlich, was haben wir denn überhaupt in unserem Logbuch stehen? Okay, nichts Neues. Herrlich. Dann schauen wir mal, wenn wir hier reinkommen. Stadtwache, Stadtwache. Mal gucken, was die sagen. Wie steht's? Wie steht's? Geh weiter, ich bin im Dienst. Weitergehen. Okay, speichern wir mal ab. Und währenddessen ist mir noch was aufgefallen. Ach, was für Fallogify. Ich sollte Fehler eventuell melden. Einen gespeicherten Spielstand anladen. Und zwar fehlen mir hier sämtliche Vorschaubilderchen auf der rechten oberen Seite. Ich habe hier nämlich keine. Sehr komisch. Gut. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Jetzt kommen wir auf den Marktplatz. Das ist schon wieder typisch. Herrlich. Wer ist denn hier alles so? Worum soll ich mich Bürgerin, den Jora. Ach, dann fragen wir mal Jora. Das ist ja interessant. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an, am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Na, das ist aber nicht fein von dem. Ich könnte dir dein Geld wieder beschaffen. Ja, mal gucken. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Naja, kommt drauf an, ne? Ich hab es selbst erlebt. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Komme, okay? Das liegt. Das ist kein Fehler, denke ich mal. Nur das Fenster ist zu klein. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Ja, machen wir mal das. Kommt drauf an. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Da hast du dir den Falschen ausgesucht. Ich komme von außerhalb, so wie die meisten Händler hier am Marktplatz. Wenn du ins obere Viertel willst, geh zu den ansässigen Händlern in der Unterstadt. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ah, gut, okay. Dann gibt's das noch als Option? Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Oh, hier gibt's noch mehr. Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Wie viel Geld war in dem Beutel? Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Okay, dann fragen wir ihn erstmal. Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Die Stadtwache reagiert nur, wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird. Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt, war der Mistkerl schon wieder weg. Er erzählt alles weiter. Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen.
In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werde ich. Mal gucken, was er zu verkaufen hat. Zeig mir deine Ware. Der gute Jora. Ach, erzähl mir nicht sowas. Okay. Irgendwas Außergewöhnliches, wie zum Beispiel Amulett der Eichenhaut für 500. Ich habe nur 189 Gold. Spruchrolle, Buch über Pfeilherstellung. Wurzelsuppe-Rezept. Na, das hört sich doch toll an. Naja, und die üblichen Sachen? Ach, erzähl mir nicht sowas. Windknecht. Das ist ein Knüppel, ne? Einhandtalent, Malus. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen kenn ich das noch oder kennen wir das nicht? Große Frage. Okay. Dann schauen wir mal weiter, wen wir noch alles haben. Aha. Aha. Schaut mal, wen wir hier haben. Mr. Schlamm oder Dreck. Mud ist ja Englisch und heißt Schlamm oder Dreck. Okay. Risiko, den anzusprechen. Ach du liebes Bisschen. Schaut mal, es gibt hier neue Sachen. Komm mit. Taktik, halte stets zu mir und greife jeden an, der mich angreift. Taktik, neutral zu Monstern und Banditen bis zum Kampf. Das ist ausgeschaltet. Ah, das ist ja... Das ist lustig. Also, entweder kann man sagen, so von wegen, steht zu mir greifen und jeden angreifen, der mich angreift. Neutral zu Monstern und Banditen bis zum Kampf. Das habe ich jetzt mal... Aha, ist angeschaltet jetzt. Und wenn ich jetzt Ende mache, dann gehe ich mal wieder aus der Ego-Perspektive raus. So kommt er mir nicht nach. Hey! So, und dann sagen wir, komm mit. Komm mit. Geh vor. Okay. Also das ist ja mal eine schöne Geschichte. Ich kann mir einen Freund hier raussuchen. Den guten alten Matt. Das ist ja herrlich. Dann können wir auch mal hier wieder, ich brauche dich nicht mehr, Standort, Marktplatz in Corines. Ausrüstung. Mats Stufe aktualisieren und Charakterprofil einsehen. Warte hier, geh zurück zum Markt, wenn außer Sichtweite. Taktik hält, okay, das ist das. Level Change. Nur in der Nähe. Nach Commit bricht der Vorgang Heiltrank geben. Bricht der Vorgang wahrscheinlich ab. Also, ich habe hier unten doch nur ein zu kleines Fenster. Vielleicht könnte man das vergrößern. Da müssten wir nochmal nachgucken. Also, wird nicht alles angezeigt hier. Warte hier, jetzt muss ich mal gucken. Also, was hat es denn mit Stufe aktualisieren? Charakterprofil einsehen auf sich. So, Mats Charakterprofil Stufe 1, Attribute Stärke 12. Okay, das ging mal ein bisschen zu schnell. 12, Geschick 12, maximale Lebensenergie 52, Talente Einhänder 4, Bogen. Ich brauch dich nicht mehr. Alles klar. Hey. Hallo. Oho, komm mit. Moment, achso, ich muss erst komm mal... Mit. Komm mit. Geh vor. Ich muss immer komm mit sagen, um halt eben die erweiterte... um das erweiterte Menü einzusehen. Also okay, Einhänder 4%, Bogen 2%, Armbrust 2%. Ja, Matzstufe aktualisieren, das haben wir eben gehabt. Warte hier, geh zurück zum Markt, wenn außer Sichtweite. Ja, haben wir noch was vergessen? Ich brauche dich nicht mehr im Standort. Gut, okay, mach ich das erstmal. Ich brauche dich nicht mehr. Alles klar. Machen wir das erstmal so. Obwohl, ja, ich labere erstmal mit den anderen Marktleuten. Dass der Matt dabei ist, habe ich zwar gelesen, aber... Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Ah ja, okay. Er ist also der Waffenhändler. Zeig mir deine Ware. Gut, was haben wir denn für Waffen? Schiffsaxt, Richtstab, Stachelkeule, Wolfszahn. Richtschwert, Kurzschwert, Harnischamulett für mehr Waffenschutz, dann ein Ledergürtel und Gürtel der Kraft, habe ich auch gelesen, es soll mehr Gürtel geben, das ist doch richtig cool. Ja, dann werden wir ihn noch ein bisschen ausfragen über die Stadt. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen.
Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Puh. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wo bekommst du deine Waffen her? Harald, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht, wie bescheuert. Umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach dem Banditen. Aber gefunden haben sie nichts. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Was du nicht sagst. Er sollte lieber den Mund halten. Okay, fragen wir ihn noch weiter aus. Ehrlich, ich hab's. Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Schlimme Zeiten sind. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Und das wird noch. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr versteckt. Schlimme Zeiten sind. Ich glaube da nicht dran. Ich werde mich darum kümmern. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Das habe ich schon immer. Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Mein Mann sieht das anders. Was du nicht sagst. Das werden wir natürlich viel, viel später machen. Wer muss die Arbeit machen? Zurück zum Matt nochmal. Ich habe was anderes gehört. Einfach zu viel. Das ist, soll ich mich denn noch alles, wie schon gesagt, das ist eine schöne Sache. Man kann den als Kumpel mitnehmen. Das ist der Interesse. Was ich jetzt auch mache. Komm mit. Geh vor. Irgendwer muss die Arbeit machen. Und das Tollste ist, er nervt nicht. Er sollte lieber, okay, Bürger, Bürgerin, Markt. Ich glaube nicht, dass die großartige Sachen zu. Ich habe was anderes gehört. Mal gucken. Hey, du. Was gibt's Neues? Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Wer sind die wichtigsten Persönlichkeiten dieser Stadt? Ich will Bürger dieser Stadt werden. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Gut, okay, das sind die alten Konversationspunkte, ist klar. Zuris! Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Wer sagt denn sowas? Und es wird noch viel schlimmer. Tja, dann gucken wir mal, was er hat. Zeig mir deine Ware. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Hier sehen wir auch sofort einen neuen Gürtel. Gürtel der magischen Abwehr, beziehungsweise ein Gürtel. Ob der neu ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber diejenigen, die Gothic Nacht des Rahmen und auswendig kennen, werden sicher sagen, hey, das ist neu oder das ist alt. Oh, stopp. Bei ihm kann man ja Schlaf kaufen. Das fällt mir, da fällt mir gerade was dazu ein. Roter Tränenpfeffer und Apfeltabak und göttliche Kraft der Gestirne. Stellst du deine Tränke selbst her? Nein. Ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Constantino, dem Alchemisten. Das ist doch kein Geheimnis. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. By the way, eine Masterfrage jetzt für euch, die ich ganz gerne stelle. Wessen Stimme ist das, die Zuris spricht? Bitte in den Kommentaren schreiben. Wo finde ich Constantino? Er hat seine Kammer im Tunnel, bei Harads Schmiede. Sollte nicht schwierig zu finden sein. Wo genau sammelt Constantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet?
Ich habe ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Ja, ich meine, ich wäre da schon gewesen. Und, was haben wir? Blauflieder, Gammelier, Galtbeer, Heilplan, Heilskraut, Heilwurzel, Feuernessel, Feuerwurzel, Dunkelpilz, Sumpfkraut, Feldknöterich. Nee, waren wir noch nicht. Okay. Ja, dann gucken wir mal nach Daron. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Ich muss mit den Paladinen sprechen. Ich muss mit den Paladinen sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns Feuermagiern. Ja? Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Ach, ich wurde gefragt, welcher Gilde ich mich anschließe. Das kann ich noch nicht sagen, ob ich mich irgendeiner Gilde anschließe. Das entscheide ich im Laufe der Let's Plays. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Ja, ach so, der hat mir jetzt einfach mal hier so Geld abgenommen. Bei der einfachen Frage so von wegen, wie hoch wäre denn das? Und das finde ich jetzt aber komisch. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Ja, erzähl mir von Innos. Erzähl mir mehr über das Kloster. Was machst du in der Stadt? Ich möchte spenden. Da steht, ich möchte spenden. Sehr komisch. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Also ich halte von Gott und Göttern überhaupt nichts. Das muss ich euch erstmal klarstellen. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Ja, aber mir das Geld aus der Tasche ziehen, du Heinz. Ja, deswegen halte ich von der Kirche nichts. Ja, weiter geht's zu Sarah. Die gute, liebe Sarah. Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Hotelrechnung? Okay. Was ist das Problem mit den Bauern? Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona.
Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkiels Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Wo finde ich Arkiels Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkiels Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Uiuiuiuiui. Zeig mir deine Ware. Okay. Kriegshammer. Edles Kurzschwert. Wolfszahn. Degen. Kurzschwert. Kampfstab. Kampfstab. Ah, 50 Pfeile. Ring der Lebenskraft und 20 Fackeln. So viel zu Sarah. Ja. Hier ist der Ringaro, von dem ja Jora geredet hat. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg! Ja. Wo ist der Fix? Auf jeden Fall verfolge ich ihn mal. Mal gucken, was passiert. Alter, wo haut er denn ab? Aha. Abgekürzt. Guck, guck. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und er hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Würde ich sagen. Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Ich habe einen Anteil an der Beute verdient. Dann würde ich mich ja zu ihm stellen. Nee, ich sag jetzt mal, du gibst mir jetzt Joras Gold. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Okay, jetzt habe ich noch die Option, dass ich ihn der Miliz übergeben soll. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr sehen. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Hm. Okay, dann lass mal gehen. Ja? Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Ja, ich habe ja ein gutes Herz. Gucken. Warte mal. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann! Okidoki. So, und hier ist unser Freund Matt, den ich jetzt auf Begleitstufe gestellt habe. Und jetzt gehen wir zurück zu Jora und werden ihm berichten, dass Rengaru mir sein geklautes Gold gegeben hat. Ah, ich liebe diesen Sound vom Amboss. Hammer auf Amboss. So, mittlerweile hat es auch aufgehört zu regnen. Und sauf nicht so viel. Ah, diese Kirchenanhänger sind immer nur Säufer. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Ich bin noch an der Sache dran. Ich bin noch an der Sache dran. Er ist mir entkommen. Okay, wieso bin ich nur noch an der Sache dran? Ich habe das Geld doch gekriegt. Er ist mir entkommen. Okay, ich sag mal, ich bin noch an der Sache dran, denn er ist mir entkommen. Ist mir zu endgültig. Das heißt, ich würde das Gold sozusagen selbst einsacken und auf Experience Points verzichten. Ich bin noch an der Sache dran. Dann sieh zu, dass du mein Gold wieder beschaffst. Okay. Jetzt muss ich aber selber mal gucken, wie viel Gold ich habe. 189. Jetzt sind es wieder 189. Das heißt also, jetzt muss ich mal gucken hier. Das Gold des Händlers. Ich soll, wie viel es genau sind, weiß ich jetzt nicht. Hat er auch irgendwo so nicht gesagt. Sollten es nur 50 Gold gewesen sein? Ich weiß es nicht. Oder ich habe nicht aufgepasst. Ja, liebe Zuschauer. Wir werden den dritten Teil hier auch mal beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaut das nächste Mal wieder rein in den vierten Teil. Da gibt es bestimmt wieder irgendwelche Überraschungen. Also, macht's gut!
Schreibt bitte Kommentare und gebt mir einen Daumen und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer David.